Hallo ihr lieben Leseratten und willkommen zu diesem neuen Video. Diesmal geht es um das Buch zum Film Die Vermessung der Welt von Daniel Killmann und Detlef Buck herausgegeben. Ja, ich hatte aus Versehen dieses Buch hier gekauft. Ein Drehbuch, das Buch zum Film. Wobei ich davon ausgegangen war, dass es sich tatsächlich um die Vermessung der Welt handelt, um das Buch. Oder den Roman, je nachdem. Naja, den Roman, das Buch ist eigentlich dasselbe. Also eigentlich ist es nicht dasselbe, deswegen sage ich das einfach so. Genau, um den Roman dachte ich, handelt es sich dabei, aber es war nun doch nicht der Fall. Ich hatte es leider erst gemerkt, als ich das Buch schon gekauft hatte. Ansonsten hätte ich es mir nämlich nicht gekauft. Irgendjemand hatte mal gesagt, ich soll unbedingt was von Daniel Killmann lesen, weil er doch einer der derzeit bekanntesten und beliebtesten Bestseller-Autoren aus Deutschland ist. Und als ich das dann gesehen hatte, es war verbilligt, das ist ja 3,99 €, das war ein Mängelexemplar, obwohl ich nicht weiß, wo der Mangel ist, aber das ist ja auch scheißegal. Ja, und dann habe ich das gesehen und habe mir gedacht, okay, ich nehme das jetzt einfach mit und vielleicht ist es ja was für mich. Habe dann zu Hause gemerkt, dass es sich um das Buch zum Film handelt, habe dem Ding aber trotzdem mal eine Chance gegeben und habe es mir jetzt auch durchgelesen. So ziemlich als vorletztes von meinem Buchstabel. Aber okay, immerhin habe ich es gelesen. Ja, die Vermessung der Welt erzählt die Geschichte zweier Personen, und zwar einmal die des Naturforschers Alexander von Humboldt und des Mathematikers Karl Friedrich Gauss. Ich muss jetzt nochmal kurz nachgucken, ob das so stimmte. Doch, Karl Friedrich Gauss. Es sind zwei vollkommen unterschiedliche Charaktere, die aber natürlich, wie der Titel des Buchs schon sagt, beide die Welt vermessen wollen. Sie gehen das aber auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise an. Also Alexander von Humboldt ist jemand, der immer raus muss. Also er reist in der Welt herum und lernt dieses und jenes kennen, verschiedene Kulturen und er macht dort seine Erfahrungen und nimmt auch Tiere mit. Und also das ist so ein Mensch, der muss herumreisen und ja, die Welt entdecken. Das ist so seine Methode. Und Karl Friedrich Gauss dagegen ist eher so ein Stubenhocker. Also für ihn gibt es nichts Schöneres. Er hat gesagt, es ist für ihn eine Wissenschaft, wenn sich ein Mensch oder ein Mann an einen Tisch setzt, vor ein leeres Blatt Papier und dann einfach seinen Gedanken freien Lauf lässt. Ja, und er war wohl einer der bedeutendsten Mathematiker seiner Zeit, aber er hat halt viel Zeit drinnen verbracht und hat nichts von der Welt gesehen. Er ist nicht gern rausgegangen, er verlässt das Haus sehr selten und also er ist eigentlich das komplette Gegenteil von Alexander von Humboldt. Die beiden treffen in ihrem Leben nur ein paar Mal aufeinander und da merkt man aber, dass sie überhaupt nicht zusammenpassen, überhaupt nicht miteinander klarkommen, nicht so richtig wissen, über was sie sich unterhalten sollen und sich eigentlich überhaupt nicht leiden können. Und ja, das ist eigentlich auch schon das, worum es in dem Buch geht. Ja, natürlich habe ich jetzt hier das Drehbuch zum Film. Das heißt, es ist alles ein bisschen kürzer natürlich als im normalen Buch. Ich weiß gar nicht, wie viele Seiten das normale Buch hat, muss ich sagen. Es sind halt nur wenige Zeilen, die hier verloren werden über die Umgebung und sowas. Der größte Teil sind natürlich die Dialoge, die dann im Film stattfinden. Das ist ja ein Drehbuch und das ist ja dafür da, dass die Leute den Text lernen, den sie sagen müssen. Natürlich gibt es auch viele Bilder, es ist alles unterlegt, aber es ist einfach nicht meine Welt. Es geht ja schon los, dass es ein historischer Film ist und ein historisches Buch damit. Und ich lese keine historischen Romane, weil ich damit nicht klarkomme. Demzufolge hat mir auch dieses Buch nicht gefallen. Ich war sogar froh, dass es sich dabei um das Drehbuch gehandelt hat, denn dadurch war es nicht ganz so dick. Und ich kam relativ schnell durch, weil es standen ja nur Dialoge da. Und sehr viele Bilder, also wenig Text, viele Bilder. Und ja, die Bilder sind relativ schön. Ist halt alles ein bisschen, so ein bisschen auch schmutzig und knitterig gemacht, weil damals war ja noch, das ist ja ein historischer Roman. Und es soll natürlich alles ein bisschen alt aussehen.
Es schließen sich dann noch ein paar Sachen an, unter anderem ein Bonuskapitel einer Szene, die eigentlich mit reingenommen werden sollte, in einem Luftballon, Heißluftballon, wo Karl Friedrich Gauß mitfährt und dort einige Erkenntnisse darüber erhält, wie man die Welt vermessen könnte. Also er hat da ein paar Ideen. Die Szene existiert aber scheinbar nicht im Film und wurde hier dann angehangen mit Skizzen und sowas. Da gibt es noch Interviews, also ein Interview mit Detlef Buck und Daniel Kehlmann. Und dann noch ein paar, Berichte vom Tag des Drehs von verschiedenen Personen, die mit vor Ort waren. Ja. Und am Schluss dann noch ein bisschen was über 3D allgemein, denn die Vermessung der Welt war wohl der erste historische 3D-Film, der gedreht wurde, oder einer der ersten, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, hier steht der erste, aber erstmals ein historischer Spielfilm in 3D. Steht zumindest hier, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich gehe mal davon aus, aber naja. Auf jeden Fall muss ich sagen, hätte ich wahrscheinlich lieber das Buch lesen sollen. Bin mir da aber ziemlich sicher, dass ich nicht durchgeschafft hätte, da es sich wie gesagt um einen historischen Roman handelt. Das Drehbuch, ja, das kam mir halt ziemlich oberflächlich vor. So ist das halt bei Drehbüchern, ne? Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass genau das, so wie es hier ist, auch im Film erzählt wird, dann bekomme ich überhaupt keine Lust, mir den Film anzuschauen, muss ich sagen. Ich fand es alles sehr oberflächlich erzählt. Ich finde, man erfährt viel zu wenig über die beiden Hauptpersonen. Und ich wurde mit denen auch nicht richtig warm, muss ich sagen. Ich wüsste nicht, ob ich jetzt einen von den beiden gemocht habe. Ich würde es einfach mal sagen, ich habe keinen von beiden gemocht. Es gab nur eine sehr kurze Szene, die mir wirklich nahe ging. Und die war irgendwo zwischendrin. Es war nicht am Ende. Insgesamt gesehen hat es mir leider nicht so gefallen. Ich denke, das hier ist halt so ein Buch, das ist für Fans doch. Ganz einfach. Also wer den Film mochte, der sollte sich dann dieses Buch hier kaufen. Also es ist nichts für jemanden, der das Buch nicht kennt, der nicht weiß, um was es geht, der den Film nicht gesehen hat. Ganz einfach. Also ich konnte damit absolut nichts anfangen. Ich denke auch nicht, dass ich mir den Film ansehen werde, nachdem was ich hier drin gelesen habe. Das ist überhaupt nicht meine Richtung. Und wenn Karl Friedrich Gauß dann anfängt, über Mathematik zu philosophieren, da hört es bei mir auf. Also Mathematik war noch nie meine Stärke. Und das war einfach nicht so mein Fall. Ja. Genau. Ansonsten gibt es, glaube ich, nicht viel dazu zu sagen. Ich denke, wer den Film mochte, der sollte sich auch dieses Buch zulegen. Entweder verbilligt oder für den Preis, der es eigentlich kostet. Das wären 12,99 €. Ich habe ja noch den Aufkleber oben drüber und musste jetzt mal gucken. Ich hatte jetzt hier nur den Preis aus Österreich, der hier frei liegt. Aber ich glaube, 12,99 € soll das heißen in Deutschland. Ich habe es, wie gesagt, für 4 € bekommen. Bin jetzt auch froh, dass ich nicht mehr Geld dafür ausgegeben habe, da es mir, wie gesagt, leider nicht so sehr gefallen hat. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es den Leuten gefällt, die den Film gesehen haben und die mit der Thematik was anfangen können, die auf Historisches stehen. Das ist wahrscheinlich für euch alle was, aber es ist nichts für Niki. Ganz einfach. So, damit würde ich sagen, mach das jetzt schon wieder auf meiner Seite. Ich hoffe, wir sehen uns auch in der nächsten Buchvorstellung. Ansonsten wünsche ich wieder alles Gute und bis dann.